Vor 160 Jahren wurde sie durch einen Meteoriteneinschlag fast vollständig zerstört. Doch es gab Überlebende, die sich aus den Ruinen der alten Welt wieder neu erhoben. Die Schwachen flohen in die Wildnis, wurden größtenteils dezimiert oder versteckten sich hinter dem Schutz der neu formierten Gemeinschaften. Die Starken kämpften um die knappen Rohstoffe und Waffen, die die alte Welt ihnen hinterlassen hatte. Doch der Meteor brachte nicht nur Zerstörung. Auch ein neues, bisher völlig unbekanntes Element kam auf unsere Welt. Elex. Es verlieh den Menschen unglaubliche Macht und die Fähigkeit, übermächtige Technik zu entwickeln und viele Arten von Magie zu wirken. Doch das hatte seinen Preis. Elex in seiner reinen Form führte zu Degenerationen der vegetativen Systeme des Körpers. Diejenigen, deren Geist stark genug war, konnten diesen Verfall überwinden und wurden zu emotionslosen und synthetischen Abarten der Gattung Mensch. Sie nennen sich selbst die Alps. Es dauerte nur wenige Jahre, bis die Alps stark genug waren, um den Rest der freien Menschen zu jagen und ihre Existenz zu bedrohen. Seither führen wir einen erbitterten Krieg gegen ihre Ausbeutung und Tyrannei. Einer der Alps, ein aufstrebender und siegreicher Feldherr, ist der effektivste unter ihnen. Wir nennen ihn die Bestie von Xarkor. Der Intro-Artstyle war ziemlich geil, meiner Meinung. Hat gut ausgeschaut, habe ich gar nicht mehr so gut in Erinnerung. Schätze, das ist mein Intro jetzt auch, bis sie mich dann wieder übersprechen und ich dann wieder leise sein muss, weil ich sonst Story verliere. Aber wir stürzen ab. Nichts hält mich am Boden. Oh. Das war gerade schön auf die Augen. Yep. Bestie am Boden. Was hängt der? Das Schiff. Nach dem gut gezeichneten Intro schaut die Grafik dann natürlich nicht so am besten aus. Die Filmsequenz. Da haben wir eine Alps-Armor, die wir wahrscheinlich nicht so schnell wiedersehen werden. Sergeant Hale, Bestie. Den brauchen wir nicht mehr, schätze ich. SOS. So erfüllst du also deinen Auftrag. Du kennst unsere Direktive. Du weißt, es gibt nur eine Konsequenz für dein Versagen. Typische Bösewichte checken nicht die Leiche. Der Typ, der uns auszieht. Etwas von Nathan Drake. Den Gürtel zum Auspeitschen hat er uns dann gelassen. Ich wurde sonnengebraten, sehe ich. Hab ein bisschen mehr Tan bekommen, ganz wichtig. Mir ist vorgekommen, dass irgendwer mal sprechen wird, aber anscheinend nicht. Verdammt, mein Schädel.
Wenn ich überleben will, muss ich mich beeilen. Ohne eine geeignete Waffe bin ich erledigt. Ich werde mich wahrscheinlich noch an das Combat-Spiel erinnern müssen. Das hat ja, Alex hat ja sein eigenes Combat-System. Und da ich gerade mehrere Spiele gleichzeitig spiele, da ist eine Rolle. Da ist der Hupfen. Okay. Wird das wieder eine Umstellung. Dort Dying Light gerade draußen. Man kann auch schon Blumen sammeln. Hauptsächlich Camille und Lavender. Lavender. Da haben wir Feuerkräuter. Oh, komm. Push-ups. Pull-ups gehen. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Meine Kräfte schwinden und ich... Was ist das? Emotionen? Pfui, das ist der Elix-Entzug. Ich muss längere Zeit bewusstlos gewesen sein. Ohne meine Elix-Ration. Ich war ja schon öfter mal auf dem Trocknen. Aber so schlimm hatte ich es noch nie. Das war ein fetter Schlag, oder? Leichter Schlag. Ich bin als Vetter. Die Ruine da könnte mir Schutz bieten. Vielleicht ja nicht looten. Was Brauchbares. Oh, ich muss meine Waffe wegstecken. Was habe ich bekommen? Nichts. Meine Haut. Ich bin von einem freien Menschen kaum noch zu unterscheiden. Du hast Farbe bekommen. Auch eine Folge meines Elix-Entzugs. Ich will die ganze Zeit die Dying Light Batman Vision und die Horizon Batman Vision einsetzen. Ich gehe raufschauen. Ich glaube, da waren noch Biester, die man bezwingen kann. Okay, was haben wir hier? Das ist ein leichter Schlag. Und wo war der fette Schlag? Block. Das ist der fette Schlag. Okay. Das ist einen leichten Schlag und einen fetten Schlag. Und das sollte es nun mal gewesen sein. Da ist doch nichts. Dann gehen wir rein. Heiltränke haben wir oben. Warte, wird geschlagen. Sehe ich nichts fürs Quickslot benutzen. Was ist da irgendwo bei? Oh ja. Bam. 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 Ja, meine Ausdauer ist auch nochmal ziemlich niedrig. Kleiner gelber Stein, Krug. Kann man schon trinken, was? Wein. Wein wird nicht getrunken. Kostet Material, egal ob man es trinken kann. Ja, da wird nur Wasser getrunken und Sauertränke. Obwohl, das sind wahrscheinlich auch Alkoholmischungen. Verrottete Dann mache ich was vor. Technologie der alten Welt. Hier ist nicht mehr viel zu holen. Wie heiße ich noch schnell? Ich will immer Sergeant Hale sagen. Aber das ist wahrscheinlich... Das weiß ich, dass das was Falsches ist. Das ist von Resistance. Alten Spiel, noch älter als das hier. Oh. Ich hätte mich vielleicht umschauen können, ob ich irgendwo bessere Combat Mods finde. Das wäre vielleicht interessant gewesen. Aber ja, als Combat, das geht halt. Warte. Wieder ignoriert Schrotpatronen. Obwohl wir noch lange keine Schrotflinte finden werden. Hopp, Cutscene. Vögel zum Killen. Die Jagd beginnt. Ich weiß, dass sowieso die ersten Combat Fights sowieso das Selbstmord sind. Dieses Schwein hat mich verraten. Mehr noch. Er hat mich hinrichten lassen. Aber ich bin noch da und ich werde nicht eher Ruhe geben, bis Kallax im Dreck vor mir liegt. Ja, ja. Kallax wird vernichtet. Elektroschrott wird mitgenommen. Was war da? Kleiner Heiltrank. Sehr schön. Wird auf jeden Fall gebraucht. Kann man Vogel killen. Schlag ich ja noch schneller. Ist nicht in bester Form. Der Jax
Drax. Oh, ein bisschen mehr Sonne danken. Und weiter. Zigaretten, nicht zum Mitnehmen. Lift funktioniert komischerweise noch. So, runter hier. Dann, wenn die Folge vorbei ist, schaue ich mal meine Ausrüstung an. Ich bin die Ruhe in Person. Denn ich habe keine Emotionen. Ja, ein bisschen Trizeps sieht man. Hoffentlich gibt es auch einen Ausgang aus dieser stillgelegten Observierungsstation. Die ganze Zeit Batman Vision einsetzen. Der Kerl, der mich bestohlen hat, muss es hier verloren haben. Wenigstens etwas. Das wird mir helfen, mich besser fortzubewegen. Wo ist das Jetpack? Ah, hier ist es. Naja, Frösche. Ganz wichtig in dem Spiel. Das sind Ratten. Auch Ratten, die zurückfighten. Die Ratte hat nicht zurückgefightet. Sie unter den Tisch geflüchtet. Nette Kombi. So, Waffe weg. Ich habe nicht gesehen, was ich loote. Klopapier. Da weiß man, dass es die Apokalypse ist. Elix seiner Zeit voraus. Klopapier das Wichtigste. Heiltrank, mehr Klopapier. Was ist mehr wert? Der Heiltrank oder das Klopapier? Ausrüstung. Die wird außerhalb der Folge eingesetzt. Klebeband ist auch immer wichtig. Das ist doch mal von Fight. Ja. Als normale Ratte. So, deswegen Geräusch. Was die kleine Ratte hier gemacht hat. Bevor ich 100 mein zweites Mal durchspielen von Elex. Ich habe, glaube ich, beim ersten Mal irgendwie die Story abgefuckt. Ich glaube, ich bin schon weit genug drin, dass ich Teamwörter benutzen darf auf YouTube. Ich habe irgendwie dann mehrere Optionen versucht zu machen, beide Seiten zu spielen. Die Wüstentypen und die... Edan, das Land der Berserker. Ihre Waffen würden mir jetzt helfen. Aber sie werden sie mir wohl nicht freiwillig überlassen. Mehr Elexit. Und die anderen Typen, welchen Namen mir nicht gerade einfällt. Okay, machen wir den Chat noch und dann ist wahrscheinlich hier die Folge vorbei. Mit der Schleichversuch. Ja. Netter Blechversuch. You're lucky you're not dead, man. Geht's wieder? Du bist zu laut. Dich hört man schon aus 500 Meter Entfernung. Bist du ein Speer oder sowas? Es gab Zeiten, da hättest du mich nicht einmal gesehen, bevor du deinen Kopf verloren hättest. Die Zeiten sind offensichtlich schon lange vorbei. So wie du aussiehst, überlebst du keine zwei Tage in dieser Gegend. Ich komm schon klar. Ist nicht das erste Mal, dass ich hier draußen bin. Das kannst du halten, wie du willst. Ohne Hilfe wirst du nicht weit kommen. Ich gebe dir 24 Stunden. Wer bist du? Mein Name ist Duras. Ich bin Berserker und stamme aus Goliath, der Hauptstadt von Edan. Hauptstadt nennt ihr das? Ihr seid nicht mehr als ein Haufen Wilder, die in den Ruinen der alten Welt hausen. Das Land Edan wäre besser dran, wenn ihr Berserker endlich verschwindet. Wenn du nicht in der Wildnis verrecken willst, brauchst du Hilfe. Also hüte besser deine spitze Zunge. Wo bist du überhaupt hergekommen? Aus der Observierung. Jemand wie du hat an solch gefährlichen Orten nichts verloren. So abgerissen, wie du aussiehst, hast du die letzten Tage wohl einiges mitgemacht. Aber keine Sorge, ich werde mich schon um dich kümmern. Die Gegend hier ist nicht sicher. Vor einigen Tagen ist eine dieser Flugmaschinen der Alps oben in den Bergen abgestürzt.
Wenn wir Pech haben, schwirren immer noch ein paar Alps in der Nähe herum. Wir sollten hier so schnell wie möglich wieder verschwinden, bevor sie dich halbe Portion noch einkassieren. Big Sugar Daddy Duras. Gar nichts, nee. Du okay. Weißt gar nichts. Tatsächlich? Schau dich doch mal an. Du bist erledigt. Du hast nicht einmal vernünftige Ausrüstung für die Wildnis hier draußen. Du solltest dich besser in den Schutz einer Gemeinschaft begeben. Ich könnte dich nach Goliath in unsere Stadt mitnehmen. Da wirst du erst einmal in Sicherheit. Die Alps sind auf der Jagd und ergreifen jeden, den sie hier draußen herumstromern sehen. Du kannst natürlich auch allein dein Glück versuchen. Nicht weit von hier am Waldrand im Norden patrouilliert eine kleine Truppe Alpsoldaten. Sie würden sich sicher freuen, dich zu sehen. Warum willst du mir helfen? So wie ich das sehe, bist du ein Flüchtling. Ein Gejagter der Alps, so wie alle anderen freien Menschen auch. Das macht dich noch nicht zu meinem Freund. Die Alps greifen jeden freien Menschen auf, den sie hier draußen finden. Ich hoffe, ich muss dir nicht sagen, dass das deinen Tod bedeuten würde. In allen Ländern auf Magalan wird gekämpft. Die Welt befindet sich am Abgrund. Und ein Kerl wie du, dreckig, schwach, vogelfrei, sollte sich besser an diejenigen halten, die den Alps die Stirn bieten können. Ich werde mir schon zu helfen wissen. Tatsächlich? Selbst für einen einfachen Berserker wie mich bist du im Moment keine Herausforderung. Aber das muss ja nicht so bleiben. Also, wenn du nicht lebensmüde bist und den Alps direkt in die Arme läufst, hast du Potenzial. Du solltest mir in unserer Hauptstadt Goliath folgen und dir erstmal vernünftige Ausrüstung besorgen. Meine Ausrüstung ist weg. Jemand hat mich bestohlen. Ich habe einen Outlaw vor ein paar Tagen mit einer Menge Krempel hier in der Gegend gesehen. Wo ist dieser Kerl? Er ist in Richtung Nordosten verschwunden. Ich schätze, er wollte in die Wüste Tavar. Wenn du ihn erwischen willst, solltest du dich beeilen, bevor er alles auf dem Schwarzmarkt verscherbelt. Wir gehen in die Wüste. Bis später, Duran Duran. Obwohl, ne, nehmen wir. Immer mit ihm. Dann geh vor. Bis zur Stadt und dann in die Wüste. Aber schön langsam, damit ich dich im Auge behalte. Dein Misstrauen ist verständlich, aber ich bin die beste Option, die du im Moment hast. Falls wir uns irgendwie verlieren sollten. Goliath liegt im Osten am Fuße des Berges. Das Licht unseres Mana-Schreins kann man von Weitem schon gut sehen. Jetzt mach schon. In Ordnung, hier entlang. Wir sind hier im Jagdgebiet einiger gefährlicher Tiere. Du solltest deine Waffe bereithalten, wenn's holprig wird. Nee. Sugar Daddy Duran wird schon richten. Duras. Mal schauen. Lustige Axt. Fertig? Ich weiß gar nicht, ob na, sowas nicht. Wo ist mein Inventar? Also los. Wurscht, wir werden es später rausfinden. Über Blumen pflücken. Bin eh ein Pazifist. Kann's weitergehen. Sorry. Ab hier müssen wir aufpassen. Eine Menge Fleischfresser treiben sich hier in dieser Gegend herum. Geh weiter. Bleib hinter mir. Schnell speichern. Naja, ich habe schon 40 Tage hinter mir in die Ignadon. So. Leider kein Nuge im Platz drin gewesen. Möp. Also zum Blumenpflücken da. Aber der Wald schaut auf jeden Fall ziemlich gut aus. Was ist da drüben? Einige Ruinen der alten Welt. Das sehe ich, aber warum halten wir hier? Da drinnen habe ich vor 2 Tagen einen Trupp Kleriker beobachtet. Diese religiösen, technikvernarrten Fanatiker aus dem Osten wurden von einer Gruppe Fleischfresser angegriffen. Hörte sich nicht so an, als ob sie das überlebt hätten. Du hast sie also einfach verrecken lassen.
War das etwa so etwas wie Mitgefühl? Die Kleriker scheinen dir etwas zu bedeuten, Flüchtling. Leben sie, sind sie eine Gefahr. Sind sie tot, müsste man sie eigentlich begraben oder zumindest ihre Ausrüstung bergen. Zu welcher Gemeinschaft gehörst du nochmal? Was macht so ein Unterschied? Was höre ich? Möglicherweise Outlaw. Bin ich ja ein Outlaw. Tja, dann werde ich wohl auf meine Habe aufpassen müssen. Die Könige der Wüste verpassen ja keine gewinnbringende Gelegenheit, was man so hört. Was macht das für einen Unterschied, woher ich komme? Ich gehöre zu keiner Gemeinschaft. Wir Berserker kümmern uns sowieso um jeden Flüchtling, der sich in unser Land verirrt hat. Wenn er nicht gerade die Absicht mitbringt, uns ausrotten zu wollen, wenn du verstehst, was ich meine. Gehen wir durch die Ruinen? Das überlasse ich dir. Yes, die Fleischfresser machen in dieser Gegend keine Gefangenen. Wenn wir die Ruinen meiden, ist es ungefährlicher. Andererseits, die erledigten Kleriker da drin haben vielleicht noch nützliche Ausrüstung. Ich würde zwar die Finger davon lassen, aber bei dir sieht die Sache ja vielleicht anders aus. Wir gehen durch die Ruinen. Dann bist du mutiger, als ich bisher angenommen hatte. Also gut, dann los. Oh. Wenn sie nicht schon geplündert wurden, müssen die Leichen der Kleriker noch da sein. Oh. Oh, ich muss mich damit nachher zusammen festsetzen. Ich kann mir eine Waffe mal reinhauen. Rustige Axt. Bam. Gut. Oh, Feuer. Kraut. Feuerkraut. Ich will doch immer meine Batman Vision einsetzen. Ja, cool, wenn da. Wenn er helfen wird. Dann ab, er schaut nur zu. Gute Arbeit, Duras. Hui. Gute Arbeit. Das gefällt mir. Er schaut zu, wie ich weiter. Kannst weitergehen. Nicht ein Spawnpunkt. Komm schon, Duras. Gedodged. Oh ja. Dieser Ort eignet sich hervorragend für einen Treffpunkt. Das konnte ich aus der Luft von meinem Gleiter aus schon erkennen. Also los. Ups. Schwerfällige Wühler, jeder. Nein. Nein. Deswegen sind wir hier. Oh, ich habe schon wieder gespeichert. Das hätte ich gar nicht müssen. Ups. Also da haben wir schon, wenn. Du wirst jetzt schon von mir wieder umgebracht. Keine Spoilers, meine ich. Da war doch sicher noch Loot. Ja. Also los. Geht's weiter? Also los. Geht's weiter? Also los. Elixit. Alien sammeln. Weitergehen. Ich sollte einfach mal schlafen gehen. War aber dein Rucksack nicht? Rucksack. Yes. Klopapier. Na Gott sei Dank. Warum hat das nichts genommen? Jetzt doch, jetzt komischerweise. Naja, ich hoffe, er fängt schon mal an, die Monster wegzumachen. Und wartet nicht wieder, bis ich Schaden nehme. Also los! Da ist wieder wer tot. Missionsbericht. Ah!
David, du hast was. Das ist gut Loot. Wir sind jetzt am Looten da. Ich sehe gar nicht, was ich bekomme. Fertig? Dieses Gebäude sieht aus, als wäre dies in der alten Welt einmal so etwas wie eine Lagerhalle für Maschinenteile gewesen. Ein Berserker mit Kenntnissen über Maschinen. Hey, wir nutzen keine Technik. Das heißt nicht, dass wir dämlich sind. Erledige, was du hier machen willst, und dann lass uns hier schnell wieder verschwinden. Wir werden angegriffen, Mensch. Ist er gerade runtergefallen, das Monster? Geldbündel, Heiltrank. Ausschalten. Keine guten Sender gerade. Kein Radio Mirror Park im Radio. Das interessiert mich dann schon gar nicht. Das Viech ist runtergeflogen, oder? Huh. Nein, es ist einfach abgehaut. Haben wir hier was Interessantes? Blumen, Blumen, Blumen. Wir können hier jumpen. Und ganz vorsichtig sein, dass ich mir nicht selber das Genick breche. Okay, passt. Okay, wir machen jetzt schon Parkour. Oh, ich weiß gar nicht, was ich leveln will. Ich bin nicht gut genug. Hör auf, dir das zu sagen, Sachenpel. Ah, wir können doch Zigaretten looten. Habe ich mir gedacht. Guter Becher. Zwischendurch geht's nicht, dass ich es aufglaube. Kann ich jetzt rein? Gut genug. Oh. Diese Einstellung gefällt mir gar nicht. Okay. Ich schätze, wir machen hier zu Ende. Versuchen dann den Jump hier rüber. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.